Seid gegrüßt, ihr Scharen von nah und fern. Schaut mal, sehe ich nicht toll aus? Wir proben gerade für unser Krippenspiel, das wir Heiligabend hier in den Stallungen von Schloss Balmoral aufführen. Ich spiele den Josef. Wir sind gerade bei der Szene, kurz nach der Geburt. Was muss ich nochmal genau sagen, Frau PR-Beraterin? Dann können wir unseren Zuschauern schon mal eine kleine Kostprobe geben. Kleinen Moment, ich muss gerade mal schauen. Also, Josef? Ach ja, genau, ich weiß es schon wieder. Stopp, das ist leider falsch, eure königliche Majestät. Laut Drehbuch müssten Sie jetzt sagen, oh, Maria. Arg, das weiß ich doch. Und warum sagen Sie es dann nicht? Wollte ich ja, aber Sie lassen mich ja nicht ausreden. Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Das ist so typisch. Also wollen Sie nun Reden schwingen oder kann ich anfangen? An mir soll es nicht liegen. Mimi. Am Abend ist aller Anfang anders. Abraham aß am Abend Ananas. Hä? Abraham aß Ananas? Was soll das denn? Ich dachte, Sie kennen den Text. Nun unterbrechen Sie mich doch nicht schon wieder. Natürlich kenne ich den Text. Das war doch nur eine Aufwärmübung. Also, O Maria, sieh nur, das Kind in der Krippe, wie friedlich es schläft und wie lieblich es lächelt. Wir wollen es Jesus nennen. Und, was sagen Sie, wie war ich? Großartig, eure königliche Majestät. Absolut großartig. Dann können wir nach dem wochenlangen Proben für diesen Einsatz ja endlich zu den anderen Szenen kommen. Ja, das ist wirklich äußerst anspruchsvoll. Aber zum Glück bin ich ja sehr begabt. Sie sagen es, eure königliche Majestät. Absolut großartig, wie Sie diesen Einsatz intoniert haben. Also, liebe Zuschauer, ich hoffe, meine kleine Schauspielperformance hat euch ebenfalls gut gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte wieder ein Like, teilt den Film mit anderen und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank dafür und noch einen schönen dritten Advent. Tschüss.